Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. Meine Lieben, nochmal ein riesengroßes Sorry für letzte Folge, dieses Ultra-Fail von Mikrofonproblemen. Ne? Blöd gelaufen. Ich hoffe, ihr hattet nicht allzu große Probleme, mir da zu folgen, aber ist halt jetzt mal ein Walkthrough gewesen. Ich hoffe, naja, vielleicht war es sogar besser als mit meinem Gequatsche. Ich weiß es nicht. Schreibt es mal in die Kommis. Ich weiß es nicht, sonst nehme ich in Zukunft einfach auf ohne Geplapper. Wird mir das Ganze ein bisschen erleichtern, weil irgendwann fällt mir halt auch nichts mehr ein, ne? So, wir haben gesagt, habe ich tatsächlich erwähnt, dass ich diese Folge nur noch die zwei Assassinenaufträge machen möchte. Und dann geht's endlich mal wieder zur Hauptmission. Tatsächlich, wir sind dabei, jetzt wisst ihr es, jetzt sage ich es euch nochmal. Naja, blöd gelaufen, wie gesagt. Ich hatte eigentlich, hier, ja doch, das ist eigentlich der letzte dann, der zweite. Dachte ich eigentlich, warum hat es den anderen nicht gefressen bisher, weiß ich noch nicht genau. Aber gut, soll mir recht sein. So, wo sind wir denn? Können wir doch direkt eigentlich mal schnell dahin reisen. Dann da runterjumpen und dann können wir ihn vielleicht direkt aus dem Buschwerk da rausziehen. Wo ist er denn jetzt? Ist er doch da gleich. Na. Wieso nicht gleich so? Lil, okay. Gut, der letzte Assassinenauftrag ist auch so einfach jetzt gelöst gewesen. Ja, klar, jetzt wollen sie mich natürlich am Sack haben. Aber gut, soll mir recht sein. Ich werde mir mal ganz kurz hier oben irgendwas... Hallo? ...markieren, dass ich da schnell zum Schiff finde. Ich könnte natürlich auch eine Schnellreise auch da hoch machen, ne? Geht ja doch recht flott. Ah, ne, das ist vielleicht genau der falsche. Hier schon eher. Schnellreise natürlich nicht verfügbar. Kraul mir doch die Hoden! Ja, ja, jetzt jagen sie mich wieder, die kleinen Muschis. Sollen sie versuchen. Egal. Kacktrupp. Kacktrupp, Kacktrupp, Kacktrupp. Nassau ist damit aber auf jeden Fall zu 100% abgehakt. Applaus bitte! Woo! Okay, Nassau ist fertig. Das heißt, ein großes, großes Problem ist geschafft. Finde ich doch schon mal klasse. Wurde auch endlich mal Zeit, dass wir hier in Nassau mal aufräumen. Es gibt natürlich noch massig andere Inseln, auch andere große Städte noch. Aber Havanna, soweit ich weiß, haben wir auch schon komplett fertig. Und hier können wir in unser Boot steigen. Okay. Dann treiben wir natürlich sofort wieder raus auf hohe See. Machen wir selbstverständlich. Und ich brauche noch einen Buckelwal. Falls wir da irgendwie auf dem Weg dorthin kommen, wäre natürlich schon schön. Wenn wir da irgendwo noch einen Buckelwal geiern könnten, da schaue ich doch gleich mal. Lass mich doch mal checken. So, wo ist denn die Hauptmission im Moment? Da unten waren wir schon. Hier ist doch einer, ja. Hier ist ein Buckelwal. Aber gleichzeitig auch ein Vor... Nee, doch. Naja, es geht. Vor einer Nähe würde ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall irgendwo da im Bereich. Und das ist die einzige Stelle, wo jetzt ein Buckelwal rumrennt. Tatsache. Okay, aber wo ist die Hauptmission? Da unten. Da unten. Von wo ist es jetzt am schnellsten? Ich glaube, wir gehen von dem Cave hier aus. Und fahren dann da runter. Weil im nördlichen Teil, ihr habt ja gesehen, ich habe euch ein paar Sachen reingeschnitten. Also, da ist doch das Boot. Ich habe euch ein paar Sachen reingeschnitten in der letzten Folge am Schluss von... ja, Sachen, was halt nördlich von Nassau lagen. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Hier haben wir ja eh schon alles. Hier haben wir noch ein paar Kleinigkeiten. Das ist dann wieder südlich von Nassau. Aber komplett Norden Nassau habe ich eigentlich hier alles freigeräumt. Das war alles nur hier oben. Für die, die es noch nicht gerafft haben, was ich da eigentlich gemacht habe, ist alles hier oben. Alles hier oben habe ich gesammelt. Der ganze andere Zums hier wird natürlich auch noch erledigt. Aber eins nach dem anderen. So, dann fahren wir direkt in Richtung Hauptmission. Weil ich habe einfach Bock, ich möchte tauchen anfangen, ich möchte diese Messer haben, diese Wurfmesser. Ich möchte jetzt einfach endlich mal meine komplette Ausrüstung haben, dass wir uns auch komplett frei in der Region und Welt bewegen können, uns zu 100% aufpushen können. Na klar, hab ich Verfolger. War ja logisch. Ich habe so viel umgeballert inzwischen von Schiffen. Ich glaube, ich habe richtig viel Stoff. Und auch mein Geld... Weiß nicht, in der letzten Folge habe ich es mal kurz erwähnt und habe da auch ganz dreckig drüber gelacht, dass ich so viel Geld habe. Und jetzt muss ich sagen, habe ich immer noch. Also, ich habe immer noch sehr, sehr viel Geld. Weil ich einfach meine Flottenmissionen die ganze Zeit fleißig mache. Ja, das wäre schon mal... Das wäre doch schon mal was Schickes hier. Da ist ihre Schwachstelle! Komm schon, du feierst nicht einmal ab!
Geht doch. Ja, weil 100 Holz, 100 Metall nehme ich doch gerne mal mit, auch wenn die Fregatte relativ lang braucht, um geentert zu werden. Ach, hinter uns ist er schon. Was machst du denn jetzt? Jetzt dreht er sich andersrum. Was machst du jetzt? Wartest du hier? Du wartest hier, ja. Ey. Okay. Der Hübsche da gehört mir. Der Hübsche da. Oh. Habt ihr es gehört? Lol. Endgeil. Aber treffe ich das Ding nicht? So, jetzt auch. Ja, ich befehl dafür leider noch eine ganze Menge Crewmitglieder, was ich töten muss. Aber okay, werde ich schon hinbekommen. Düdel. Düdel. Und erwischt. So, komm schon. Einfach ran. Umschlagen. Nächster. Ja, du hast es eher verdient. Und du willst auch noch heute drauf? Okay, kriegst du. Kriegst du direkt. Hier, Bams. Hier, Bams. Im Zwirbel und noch einer. Komm schon. Bams. Captain. Hier. Friss meine Schwerter. Erledigt. Oh, wie er noch zuckt. Zucker. Zucker, Zucker, Zucker. So, die Fregatte ist meine. Deswegen werde ich jetzt doch das hier mal nutzen, dass sie uns nicht während der Folge auf den Sack gehen. Und werde den Bekanntheitsgrad verringern. Auch wenn normalerweise diese Piratenjäger richtig guten Stuff dabei haben. Aber es reicht. Das reicht erstmal für hier. Ich habe in der letzten Folge mich auch, glaube ich, mal kurz entschuldigt dafür, dass ein Rattern und Rauschen im Hintergrund ist. Ja, es ist tatsächlich immer noch so. Also ihr hättet was gehört wahrscheinlich. Das will ich doch jetzt echt mal checken, weil ich habe echt viel gegeiert. Sorry, ich weiß Hauptmission und sowas, aber die kommt heute schon noch. Keine Sorge. Ich habe tatsächlich... Was wollte ich denn sagen? Genau, meine kleinen Babykatzen, was 3 Stück, rennen hier durch die Gegend und machen riesen Tramram und Terror. Ach scheiße, das ist die Flotte. Oh, sorry. Ja, ich weiß, es ist fertig. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Komm schon. Achso, ist sowieso. Okay, ist sowieso nur einer gerade. Den kann ich doch gerade mal schnell. Halt, warte mal. Ja, nö. Grab mal. Ach komm, den schicke ich jetzt irgendwo schnell hin. Oder? Schnuppe. Da, komm, nein. Hier, nimm das. So, kurz reparieren und dann geht's weiter. So, los, fahr! So, Neptuno ist auch wieder unterwegs. Wir bestätigen, hier ist alles gerettet und gemacht. Und jetzt holen wir uns doch noch hier mal Ejector-Upgrades tatsächlich. Breitseitenkanonen, yes! Das nächste Breitseitenkanonen-Upgrade. Ich sage, ich habe gut gegeilt. Habe schon 500 Holz. Brauche aber 750 für den letzten Rumpfausbau. Schon brutal. Jetzt brauchen wir erstmal nochmal 500 Metall für die letzten Breitseitenkanonen. Aber das mache ich alles so zwischen den Folgen meistens. Weil ich muss mich auch ein bisschen lossagen davon. Das Problem ist immer, wenn ich einfach immer zur Hauptmission fahre und sage, oh ja, wenn mir mal ein Schiff entgegenkommt, was viel Metall hat. Ja, es ist passiert immer. Jedes Mal sind irgendwelche Vollpfosten bei mir in der Nähe, was unbedingt... Ja, sag mal, also jetzt... Jetzt drehen sie total hohl, meine Katzen. Da, schau, bestimmt, nein, oh, doch, Metall, 50, seht ihr? Wenn ich das anfange, dann werde ich nicht mehr fertig. Dann kommen wir heute auch hundertprozentig nicht mehr zur Hauptmission. Und deswegen dachte ich mir, ist es vielleicht doch angenehmer, einfach nur so zu fahren. Und hier, ja gut, Holz wird sich auch lohnen, weil, habt ihr vorhin gesehen, 750 brauchen wir. Aber wir haben ja noch nicht mal den Plan in greifbarer Nähe. Also ignorieren wir die jetzt einfach mal, die Schiffchen. Und fahren wirklich zur Hauptmission mal hin. Schauen wir, wie weit ist es denn eigentlich? Okay, vielleicht müssen wir den Fort noch einnehmen. Aber das kriegen wir auf jeden Fall auch noch hin, wenn es wäre. Aber das müssen wir uns ja erstmal anschauen, jetzt die ganze Situation. Und oh, ich hoffe, ich schaff's doch zur Hauptmission heute. Es sind immer noch 3 Kilometer bis dorthin und dazwischen liegt ein fetter Vor. Und hier ist noch eine Truhe. Ja, komm schon, wenn ich schon vorbeifahre, kann ich das doch nicht einfach. Segeln gehen aufs Segel lassen raus aus der Böe. Ja, raus. Wiederholen und aufgeilen. Aufgeilen! Aufgeilen! Los! Oh. Okay. Ja, die Piratenkönigin, die wir letzte Folge gekillt haben, war nicht zu vergessen. Den Templerschlüssel, den wir ergeiert haben in der letzten Folge, auch nicht zu vergessen. Alles ganz coole Sachen gewesen und dann funktioniert das Mikro nicht. Ich dachte, ich werde Palle, ehrlich. Ich werde total irre. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber gut.
Ist passiert, ich kann es leider nicht rückgängig machen und ich dachte, bevor ich jetzt nochmal 20 Minuten plapper und versuche, hier irgendwie die Folge zu erklären, schaut es euch doch einfach mal ein Walkthrough an und gut ist. Wenn ihr irgendwelche Fragen gehabt hättet oder gehabt habt, werdet ihr es in die Kommentare geschrieben haben. Denke ich mal schwer. Und das hätte ich dann schon angesprochen. Ne? So. Am Ruder. So, der Vor ist schon gut zu sehen. Ich glaube, ich habe 18 Mörser dabei. Ja, leck mich am Sack. Das wird krass geil werden. Okay, der ist noch zu weit weg. Aber okay. Ja komm, versucht euch gar nicht aufzumucken, ehrlich. Das hat sowieso keinen Wert. So, jetzt aber komm. Noch ein bisschen. Ja, Feuer! So. Ist egal. Weitermachen, Männer! Sofort weiter! Laden! Schießen! Ich auch! Bombs! Los! Mörser! Ja, los! Alter, komm schon. Waren wir jetzt nicht schwach hier? Ich auch. Ist dir schon aufgefallen? Los, schießen, 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 schießen! Ja, ich auch. Welche Minen? Ich sehe keine Minen. Oh, scheiße. So, jetzt komm, jetzt müssen wir doch mal hier Alarm legen. Scheiße, das war ja total in den Müll. Boah, scheiße, jetzt bin ich echt angekratzt schon, ne? So, komm schon. So. Sind bereit, Sir. Ja, ich auch. Ja, jetzt habe ich es langsam. Das Schiff hat jetzt aber ganz schön leiden müssen. Okay. Schau, jetzt was trifft. Okay. Schieß einfach! Das ist mein Befehl. So, da drauf. Das ist die Gotze, das wird sie versenken. So, los, noch letzte Mörser drauf. Immer noch nicht? Sag mal. Sag mal, was hält denn das Ding aus? Wir müssen ausweichen. Nix, da müssen wir. Den machen wir erstmal so platt. Ja, endlich. Hui, war da doch ganz schön knoppers, gell? Da gehen sie unter. Okay, vielleicht war ich auch ein bisschen zu übermütig. Aber okay, soll mir recht sein, wir müssen jetzt hier erstmal. Also jetzt müssen wir wirklich, also Hauptmission, glaube ich, wird diese Folge schon wieder nichts. Ist mir so leid. Ich hätte bloß mal am Anfang der Folge meinen Maul halten müssen, dann wäre ich jetzt nicht so geil gewesen auf die Hauptmission. Aber gut, ist jetzt passiert. Was wirst du machen, ne? So, jetzt sterbt halt einfach! Gut. Auch der ist jetzt meiner. Und jetzt muss ich nämlich unbedingt damit mein Schiff reparieren. Ich weiß ja nicht, was er mir gibt. Euer Holz und Stoff ist okay. Ist mir auch gerade relativ egal. Ich werde jetzt da weniger drauf schauen, was sie mir geben, sondern eher, dass ich nochmal komplett repariert werde, weil jetzt ist, glaube ich, der erste oder der zweite Balken repariert, aber wir haben hier vorne ja gleich noch das nächste Ding. Schauen wir mal, was hast du? Stoff, naja, ist jetzt nichts Besonderes, aber okay. So. Nehmen wir uns auch schnell. So, hinten hochjagen. Ach, das war's schon. Die sind noch gar nicht so weit, glaube ich. Das ist checken, aber jetzt haben wir es doch gepackt gleich mal. Die Musik ist noch gar nicht richtig losgegangen.
So, Jackdaw reparieren. Und jetzt sind wir wieder komplett frisch. Frisch als Fitz, frisch. Genau. Okay. Jetzt gehen wir aber zuvor, weil... Wo ist er denn jetzt? Naja, wir können viel am Schiff aufrüsten, aber das will ich noch gar nicht. Was ist denn, wenn ich jetzt abhaue? Da hinten ist ein Gewitter. Wenn ich jetzt abhauen würde, was würde dann passieren? Müsste ich ihn dann wieder töten, den Vor, oder... Wäre das eigentlich recht stressfrei, wenn man bedenkt, dass das Ding jetzt 2 Punkte hat, ne? Wir zerschellen an Lanze! Ach, so ein Schmarrn. With the drunken sailor early in the morning. So. Andocken und dann holen wir uns den Laden hier. Ab geht's. Sehr schön. Gut, rasen wir hoch. Töten diese komischen Fritzen, was getötet werden wollen und müssen, und dann geht's weiter. Aber Hauptmission schaut, wie gesagt, leider schlecht aus. Da ist schon einer. So, ersten haben wir. Ach, was willst du, Lappen, jetzt hier? Werden wir wieder abhauen. Aber hier geht's gar nicht hoch, ne? Ist mir aufgefallen. Ach, sag mal. Ja, der zweite ist 3 sind's? Okay, 3 Offiziere gleich. Sag mal. Ja, stoppt mich ja nur. 2 ist down. Was? Komm. Komm. Ah! Depp. Das war scheiße. Ich bin voll angepisst gerade. So wird's wohl nichts. Okay, jetzt muss ich schnell nachladen. Weil dann erschieße ich den Pisser einfach nochmal. Komm schon. So. Okay, nachladen. Machen wir jetzt gleich den nächsten. Geht's hier gar nicht hoch? Ah, oh, wo geht's denn hier hoch? Hey, Fettsack. So, ah, ist gleich noch ein Animus-Fragment. Das können wir uns auch gleich holen. So. Na komm. Na, hoch mit dir. So, okay. Nächstes auch gleich um die Ecke. Holen wir uns natürlich auch gleich. Na komm her, du Pisser. Ja? Bams, bams. Okay, jetzt müssen wir nur noch da unten das Ding erreichen und dann haben wir das hier schon. Aber davor hole ich mir hier oben noch die Truhe. Das soll ich vielleicht alles jetzt schon machen. Oh, ist die da oben? Ich glaube schon, ne? Muss ja fast. Ja, ich höre sie schon. Da drin? Nö. Obendrauf dann wohl eher. Jo, da ist sie. So, erbeuten. So, ich hoffe, da ist irgendwas. Jo. Sehr gut. Dann haben wir da noch eine Truhe. Irgendwo. Auch da oben. Ich höre sie schon. Nein. Ah, die ist bestimmt oben. Oder? Ja, klar ist die oben. Ah, Dreck. Scheiße. Okay, machen wir einen Deal. Wir machen wenigstens diese Folge hier noch den Vorfertig. Und dann geht's aber zur Mission. Ich schwör's wirklich, versprochen. Ach, jetzt geh halt diese schwule Leiter da jetzt mal hoch. Was auch immer, was das sein soll. Hä? Hier muss er aber doch sein. Jetzt verarschen. Wo ist die? Ach, da. Ah. So simpel. Oh Mann. Okay, da oben ist noch ein Animus-Fragment. You don't kill me, please. Bitchy. So,
Das haben wir auch. Und dann haben wir, glaube ich, eh alles. Und dann können wir den Fort restlos einnehmen. Stirb! Spisser, ich hasse euch alle. Alle nur den Tod verdient. Hättet ihr euch nie aufmucken sollen gegen mich. Was habt ihr jetzt davon? Stricher. Und los. Babs. Ja! Das ist mal eine andere Art, ihn zu töten. Yay! Der Fort gehört mir! Ist schon das unterste Teil der Karte. Ist schon mal ganz gut. So, aber... Oh, ihr wisst, was das heißt. Buckelwal, den müssen wir uns holen. Den müssen wir uns holen, den brauchen wir. Okay. Sehr schön. Gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, sehen wir uns noch nicht in der nächsten Folge, sondern wir machen den Marineauftrag noch. Musst du verschwinden, Cap. Dass wir wirklich durch sind. Blinde Justitia. Musst du unerwünschte Aufmerksamkeit loswerden. Britisches Kriegsschiff ausfindig machen. 2 Kilometer. Okay, das schaffen wir auch noch. Was hat er gerade Will Turner gesagt? So, jetzt müssen wir da einmal außen rum tuckern. Ich hoffe, das Gewitter kommt nicht in meine Nähe, weil da habe ich keinen Bock drauf jetzt. Natürlich überall englische Schiffe beim Englischen vor. Aber, ja... Die sollten jetzt lieber nicht mehr zu nahe kommen. Könnte den schlecht bekommen, eventuell. Ja, das sind alles wieder so schöne, tolle Schiffe hier. Und da vorne bestimmt auch wieder Holz. Holz ohne Ende. Aber so eine Riesenmenge Metall ist jetzt gerade im Moment nicht unterwegs und da bin ich eigentlich ganz glücklich drüber. So werde ich wenigstens nicht abgelenkt. Aber wer weiß wieder, was jetzt bei dieser Mission alles kommt. Vielleicht kommt da wieder richtig schön viel Metall, weil gerade bei so einer Mission lohnt es sich dann doch eigentlich eher, die umzunatzen und zu entern. Weil man sie ja eh versenken muss in den meisten Fällen. In den meisten Marine-Missionen war das bisher zumindest der Fall. Und jetzt werden wir gleich sehen, wie es bei diesem Fall sein wird. Und natürlich fängt es wieder an zu pissen. Ne? Oh, was ist da hinten? Wie die Brick? Oh, das ist auch ein Kollege von mir sogar. So, Sperrgebiet natürlich. Jetzt muss ich aber natürlich erstmal das Schiff finden. Vermute ich mal schwer. Ein britisches Kriegsschiff. Könnte natürlich auch hier eine Brig sein. Was hier aufgereiht ist, sieht auf jeden Fall ganz danach aus. Nicht unbedingt direkt ein Kriegsschiff, weil dann habe ich es echt schwer. Ich sehe jetzt hier nur die 3 Brigs. Okay. Den Geleitschutz als erstes mal versenken. Kriegen wir hin, denke ich. So, der scheint direkt down zu sein. Ja, ein Mörser, das halten sie gar nicht aus. Und selbstverständlich, hier müssen wir uns wenig drum kümmern. Komm schon. Na komm. So, sehr gut. Wie gesagt, die entern wir erstmal alle. Na komm ran. Na, pack an. So. Hier chillt noch ein. Achso, das ist der Captain. Hier. Den haben wir gegeiert. Schauen wir, was er dabei hatte. Ich hoffe, was Gutes. Ja, Holz kann ich gebrauchen, Stoff eher weniger. Aber damit kann ich meine Segel und sowas noch upgraden, beziehungsweise kaufen. Die mir noch fehlen. Und da gibt es auch welche, die richtig teuer sind. Also da hole ich mir auf jeden Fall dann auch bald wieder welche. So, das erste Schiff, wie gesagt, ist down. Ich checke jetzt mal, ob eins dabei ist, was nur Bullshit dabei hat. Das ist gleich eins zum Beispiel. Das werde ich gleich so versenken. Was hast du dabei? Auch genau so ein Shit. Also, auch du einfach versenken. Okay, britisches Kriegsschiff entern. Das sieht schon etwas größer aus. Ja!
Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nix da. Ach du Scheiße. Feuer! Alter, Scheiße. Ja, Abstand weg! Heb den Befehl, Sir! Leine geben! Kräftig! Ich sag, komm schon, schmeiß die Dinger raus! Okay, jetzt haben wir gleich. Da sind sie am Empfinden! Ach, geil. Okay. Kriegsschiff Geiern! Yay! An die Schoten, du Schotenman! Sehr gut, nicht ein Kratzer haben wir abbekommen. Oh yeah! So. Kriegsschiff entern. Machbar! Erst mein Captain außer Gefecht gesetzt, dann dich noch. Wo steht noch einer an dem Reling, ha? Hier. Bams! Okay, die restlichen holen wir uns schon. Los! Angriff! Hey, komm schon. Los! Komm schon, alles mal platt machen. Yes! So. Sehr gut. Ich muss kurz nachladen. Sehr gut. Bams. Nice. Läuft doch. Ach, du kriegst erstmal in die Fresse. Dich wird einfach runtergekickt. Ach, komm schon. Platt machen. Töt es. Unsterblicher. Ja, lel. Bist du unsterblich oder was? Jetzt, sehr gut. Sehr nice. Okay, jetzt schauen wir doch mal, was der für Werte hat, oder? Vielleicht können wir den ja mit aufnehmen. Müssen wir uns allerdings erstmal... ich kann ihn einfach so aufnehmen. Habe ich noch einen Platz frei gehabt? Tatsächlich. Ich hatte noch einen Platz frei. Ist mir einer untergegangen? Oh. Wird sich gut machen in der Flotte. Werden wir sehen. Da ist ein Assassinenauftrag. ECF. Ach so, das ist eine andere Insel. Gut, das werden wir natürlich jetzt mal noch erstmal ignorieren. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, mein Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.